Ja, hallo. Also, ich will jetzt nochmal was sprechen. Wir machen nochmal einen kurzen Einschub. Ich habe zwar gesprochen, wir sollen jetzt die Spannungsteile und so weiter sich anschauen. Das machen wir später. Ich bin nämlich draufgekommen, es gibt noch einen Schmäh, wie man Serial und Parallel vielleicht besser zeichnen kann. Ja? Wie man Serial und Parallel erkennt, haben wir im letzten Video gemacht. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, dass man eine Schaltung, auch wenn sie kompliziert ausschaut, ja, mit einem relativ einfachen Schmäh, ja, umzeichnen kann. Ja. Okay, was heißt das? Was heißt das? Was ist der einfache Schmäh? Ich nenne das einfach jetzt links-rechts. Ja. Links-rechts-Methode, Pattern Bending bei Petaschowski. Okay, links-rechts-Methode, ich zeige euch, was ich meine. Das ist die Schaltung, die kennt ihr bereits. Ja. Die kennt ihr bereits, weil ja diese Schaltung haben wir schon mal gerechnet. Ja. So, jetzt ist es doch relativ schwierig, ja, für manche zu erkennen, was jetzt seriell und parallel ist. Ja. Ich zeige euch jetzt eine Methode, mit der geht es relativ einfach. Ja. Und zwar, pass auf, ich suche mir jetzt einfach zwei Anschlüsse aus. Und ich sage einfach, ich zeichne die extra blau ein und alles, was zusammengehört, zeichnet jetzt blau. Ja. Also, da ist der Anschluss A und da ist der Anschluss B, sage ich. Okay. Jetzt möchte ich den Gesamtwiderstand hier berechnen. Okay. Jetzt, wenn ich mal da schwarz tue, dass ich das erkenne, dann zeichne ich das einfach um. Und zwar fange ich einfach bei einem Anschluss an. Ich fange jetzt einfach A an, weil es egal ist. Ja. Und dann schaue ich, was links davon passiert. Also wenn ich bei A eine schaue, praktisch, was passiert auf der linken Seite, da ist E8, ja, also zeichne ich da rüber, gehe rüber nach links und zeichne da den E8 ein. Ja, das ist der da. Okay, und dann ist ein Knotenpunkt. Und da teilt sie sich wieder nach links und rechts. Links ist R7 und R6. R7. Und noch R6, ja, da. Und auf der anderen Seite ist R5. Und dann kommen die zwei Dings wieder zusammen. Und was ist dann? Ah, das haben wir schon bei B. Das heißt, ich gehe da wieder in die Mitte und sage, da ist A und da ist B. Und jetzt gehen wir den anderen Zweig von A weg. Also jetzt gehen wir da nach oben. Okay, da teilt sie sich gleich mal auf R1 und R2. Das heißt, da teilt sie sich auf ein R1, der da, und auf ein R2. Die zwei kommen wieder zusammen und gehen weiter über ein R3 und ein R4. Und passt. Sagen wir bei B. Und das ist jetzt hoffentlich leichter zu erkennen, was man machen muss. Ja? Hoffentlich. Was nicht. Aber das hilft, glaube ich, den einen oder anderen schon, wenn da wirklich zwei nebeneinander sind und zwei untereinander und so weiter, dass man da erkennt, was seriell und parallel ist, müsste das helfen. Ich mache noch ein zweites Beispiel. Und zwar, ich sage, A ist genau das gleiche da. Ja? A. Und jetzt mache ich B da unten hin. Muss ich auch gehen. Jetzt möchte ich den Widerstand zwischen A und B wieder berechnen. Ja? Zeichne ich da ein. Ja? A. Was passiert links davon? Da ist R8. Und dann bin ich schon bei B. Das schaut aus, wenn es ein bisschen kurz werden wird. Ja? Deswegen zeichne ich das da nicht weiter, weil man nicht sicher bin, wie weit nach unten ich das zeichnen muss. Was passiert auf der anderen Seite? Da habe ich wieder R1 und R2. Also, da teilt er sich auf R1 und R2. Da, ja. Dann geht es wieder zusammen. R1 und R2 kommt wieder zusammen. Dann kommt R3. Dann kommt R4. Okay. Dann sind wir dort, wo vorher B war, aber da ist jetzt nichts mehr. Ja. Dann links davon geht es mit R5 weiter. Das heißt, da teilt sie sich wieder auf.
Hier haben wir einen R5, ja? Und auf der anderen Seite haben wir R6 und R7, R6, R7. Dann kommen die zwei Zweige wieder zusammen, ja? Und dann bin ich bei B, dann bin ich auf der Seite auch bei B. Okay, jetzt weiß ich, ich muss bis da runter, das R8 geht auch bis da runter. Dann schaut das so aus. Okay? Also das ist praktisch grün AB und das ist blau AB. Einfach weil ich zwei verschiedene Punkte verbinde. Und so kann man das relativ leicht umzeichnen, sage ich mal, relativ einfach, und kann nachher gut erkennen, was seriell und parallel ist. Ja? Das ist. Ja? Das wäre ein weiterer Hinweis von mir, wie man das vielleicht besser erkennen kann. Ja? Nicht nur nachfahren mit den Fingern, sondern tatsächlich umzeichnen. Wenn man nicht nur mehr einfällt zu seriell und parallel, machen wir das nächste Mal wirklich, wirklich die Spannungsteiler. Ja? Für dieses Mal danke für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.